Schön, dass ihr am Start seid aus Frankfurt. Bevor ich groß laber, wir sind hier gerade mitten in der Stadt am Start. Wir fahren jetzt erstmal zu Tonbol. Ihr habt den Titel gesehen. Dann nochmal weitere Worte zu mir. Genießt den Ausblick. Wir sehen uns gleich vor Ort. Und ganz nebenbei, wir sind undercover natürlich unterwegs. Deshalb hier ein, zwei Undercover-Aufnahmen jetzt natürlich aus dem Auto. Bevor ihr meine Ansage hört, da ist er, wir müssen undercover bleiben. Folgendes, ihr wisst, was die Mission ist. Ihr wisst, was die Mission ist. Zum einen, natürlich, viele haben sich darüber aufgeregt. Wie kann man 10 Euro Döner? Es ist, also ich wollte gerade sagen, der teuerste Döner Deutschlands, aber ich habe noch von keinem Döner gehört, außer jetzt den ganz übertriebenen, der 10 Euro kostet. Ist es das wert? Bringt es das noch? Und vor allem, weshalb ich generell überhaupt auch hier bin, weil sehr viele, die Nachrichten haben sich immer mehr gehäuft, dass der Döner einfach ganz stark an Qualität abgenommen hat. Und natürlich, er steht in meinem Ranking oben, aber ich bin in der Pflicht, das Ganze auch jetzt nochmal zu überprüfen. Und wir gucken, wie ist die Quali? 10 Euro. Ist das gerechtfertigt? Ist das nicht gerechtfertigt? Wir holen uns jetzt undercover jemanden an den Start, der uns den Döner rauszecht. Und dann werden wir den Vergleich wagen. Und da hat er ja. Sagen Sie, kennen Sie den Tonbul Grill hier vorne? Nee. Kennen Sie den nicht? Das ist sozusagen der beste Döner Deutschlands, sagt man. Und ich weiß nicht, vielleicht hätten Sie Lust. Das ist, sage ich mal, ein repräsentatives Ding hier bei mir auf dem Kanal. Wir testen die lokalen Spezialitäten. Und wir bräuchten jemanden, der uns undercover einen Döner aus diesem Döner herausholt. Wären Sie bereit dazu? Nee. Mich interessiert das ja auch. Ist jetzt weniger los? Ist mehr los? Tut sich nichts? Seitdem die Preise erhöhen, hat sich das bemerkbar gemacht? Boykottieren die Leute den Laden oder nicht? Ich kriege es ja an den Kommentaren mit. Viele schieben da ziemlich Hass drauf. Ich versuche das jetzt alles auszublenden, werde euch da meine Worte zum Schluss zu sagen. Aber ich denke mal, meine Vermutung, naja, du kannst halt jetzt nichts sagen. Wetter, alles, Uhrzeit, kann alles eine Rolle spielen. Ob der jetzt eine Schlange oder nicht, ist überhaupt nicht ausschlaggebend. Ich denke, die Kundenzahl wird runtergegangen sein. Viele werden es ihm übel genommen haben. Vermute ich. Wir haben zwei Damen, die uns hier den Döner rausholen. Das ist sehr nett von euch erstmal. Sehr, sehr nett. Lad euch natürlich ein auf Ehrenbruderbasis. Warte, wie machen wir das? Ich gebe euch mal einen Trophy. Den könnt ihr für euch gleich auch noch bestellen. Gibt vegetarisch. Die ersten nämlich vegetarisch. Und wir brauchen einen Döner mit Zwiebeln, Tomaten und Fleisch. Das war's. Zwiebeln, Tomaten und Fleisch. Und ganz wichtig, auf die Hand. Nicht eingepackt. Diese drei Informationen müsst ihr euch nur merken. Ne? Geil. Und für euch, was ihr möchtet. Einfach auch Getränke, wie ihr mögt. Okay, geil. Danke euch schon mal. Wir warten hier um die Ecke. Die dürfen nicht wissen, dass wir da sind. Bis gleich. Vielen Dank. Sehr korrekt, weil wir haben immer Angst, wir haben schon sehr lange teilweise gewartet und niemanden gefunden, der uns das rausholt. Ganz entspannt, dann geht auch noch viel schief, dann ist doch eingepackt. Die wollten mir nicht so geben, wahrscheinlich. Wir kommen direkt dran, Leute, das wird ein kurzes, knackiges Video. Ich muss zum Schluss 10 Sekunden, kann ich schon mal anmerken, schwarz Bildschirm machen, damit wir auf die 8 Minuten kommen. Wir schreiben einfach in Holle 264 und jetzt abonnieren und immer bei jeden 5 Sekunden so klick. Ihr denkt jetzt, wir machen es nicht. Wartet ab, ob wir es machen. Monetary Zero. Und denkt dann, Leute, auch immer, Zack Plus ist immer am Start, supportet auch diese Mission mit. Denkt dran, für die beste Quali, Holle 10, kriegt ihr aufs komplette Sortiment 10%. Guckt mal rein in den Shop, guckt, was euch gefällt, wirklich Qualitätssupplements. Jetzt geht's weiter im Video. Letztes im Video auch schon angesagt, ich habe einen zweiten Kanal am Start, Holle TV, wo Videos quasi von diesem Kanal kommen. Ich habe mich dafür entschieden, ein paar Videos nicht nur auf diesen Kanal zu bringen, sondern auf einen zweiten Kanal. Das heißt, wenn ihr diese Videos liebt, müsst ihr den zweiten Kanal abonnieren. Da kommen wirklich genau die gleichen Videos wie hier jetzt, nur dass ein paar ausgelagert werden, hau ich in die Videobeschreibung rein. Ah, oh, mega. Oh, mega top. Cool, top. Das sieht geil aus. Cool. Oh, das könnt ihr dem Kollegen in die Hand drücken. Habt ihr euch was geholt? Nur was zu trinken? Oh, guck mal, die haben sich nicht mal was cool zu essen. Ihr seid zu edel. Wollt ihr euch einen Zehner rausnehmen, nur so als kleines Dankeschön? Nein, danke. Danke. Ehrlich nicht? Oh, Mann, ihr seid edel. Nimmt ruhig, ehrlich. Sein Geld. Na okay, wenigstens Zehner, damit uns nicht unangenehm ist. Danke euch. Ja, cool, vielen Dank. Ja, euch einen schönen Tag, ne? Hat mich gefreut. Vielen Dank. Tschüssi, ciao, ciao. Tschüssi. Oh, sie haben Soßen reingemacht. Nein. Doch. Oh, das gibt's doch. Och, Mann. Könnt ihr knicken, Leute. Das meine ich, es geht immer was schief. Oh, so eine Scheiße. Letztes Mal auch schon gehabt. Döner umsonst bezahlt, sonst was. Oh, Mann, Alter, das kann doch nicht sein, ey. Jungs, darf ich euch was fragen? Wir machen ein Undercover-Video gerade. Könntet ihr uns vielleicht einen Döner, nur aus dem Döner eben raus, und ich gebe euch Geld direkt mit? Oh, das wäre heftig, die. Ich gebe dir 20 das Rest für dich. Nur wichtig wäre, dass du nur Zwiebeln, Tomaten, Fleisch und keine Soße. Und auf Hand nicht eingepackt. Das ist ganz wichtig. Danke dir, Brudi. Vielen Dank, Mann. Vielen Dank.
Also ich habe hier gerade einen Kollegen noch da, der snackt den Döner, sagt, ihr holt ihn gerne und oft auch noch, kann sich aber nun mal nicht immer den Döner leisten. Ich habe mir den aber gerade angeguckt, jetzt einfach so von der Seite gesehen, muss ich sagen, der ist deutlich größer als ein normaler Döner. Und die kostet auch alle fast 7, 8 Euro. Mengenmäßig tut sich da nicht viel. Das sage ich nur, völlig uneingenommen. Ich habe es eben schon gesagt, Mann, das ist wirklich ein Apparat. Ich muss dann sagen, bei der Menge stellt sich eigentlich nicht die Frage, ist es die 10 Euro wert im Vergleich zum anderen Döner? Ja, weil es ist einfach viel größer. Dann stellt sich einfach die Frage, habe ich so viel Hunger? Dann gebe ich halt 2 Euro mehr aus, woanders holst du einen Jumbo-Döner für 2 Euro mehr. Also muss ich wirklich sagen, ist einfach von der Menge deutlich mehr als normaler Döner. Sehr kross, krosser als sonst. Viele haben, glaube ich, den Eindruck, ich komme hierher, um den Typen zu verteidigen. Da hätten wir uns gegenseitig eingeblieben. Also. Aber eins muss ich sagen, dieses Fleisch ist so krass besonders. Das Fleisch hat einfach so einen geilen, speziellen Eigengeschmack. Also ich weiß nicht, ob sie es marinieren oder einfach nur würzen. Es ist sehr speziell und sehr geil. Das Fleisch hat einfach eine Mega-Quali. Du merkst, dass der Geschmack ist anders. Das ist ganz besonders. Gerne, gehen Sie durch. Ich guck, was ihr hier macht. Ach so, besten Essen. Genau. Wir fahren rum, testen Döner, testen Restaurants. Ich schon, ehrlich. Da muss man trainieren. Da muss man trainieren zwischendrin. Da muss er alles essen, ja. Ja, eigentlich schon, ne? Ja. Ich achte auf ihn. Ich achte erst gerade auf Diät. Danke. Tschüssi. Das ist alles mal auch für euch nebendrin. Wie ich gesagt habe, Fleisch ist was ganz Besonderes. Die Art und Weise, wie die es verarbeiten mit den Gewürzen. Das Fleisch generell, was sie dafür benutzen, es ist einfach saftig. Es hat so einen harten Eigengeschmack. Mit deren Würzmitteln ist heftig. Ich muss aber auch eingestehen direkt. Brot, dieses Mal trockener als sonst. Nicht so saftig. Tomate, leider auch nicht so geschmackreich gewesen. Hat heute im Vergleich zu den anderen Malen Defizite. Im Vergleich zu den anderen Malen. Ich bin dafür da, mein Ranking auf höchsten Standards zu halten. Das ist Qualitätskontrolle, das muss sein. Man muss es fair sagen, es ist leicht trocken dieses Mal. Es ist das erste Mal, wo ich gesagt hätte, keine gute Wahl Ole-Soßen. Ich muss es immer wieder auch sagen, ihr könnt nicht zu Turnbull fahren, zu irgendeinem anderen Döner und ihn nicht so essen wie ich und sagen, er war scheiße. Hier zum Beispiel, eigentlich der Döner als Gesamtpaket ohne Soßen ist Weltklasse. Die Soßen sind zweite Klasse. Das passiert, wenn ihr das mischt. Ihr habt keinen Deutschland-Top-Döner. Fahrt nicht hierher und esst mit Soßen, das geht nicht. Diesmal wäre es aber vielleicht die bessere Variante gewesen. Ich habe mich gerade erwischt, wo ich in den Tomaten reinbeißen wollte und mir eingefallen ist, kannst du nicht bringen und das ist halt ärgerlich. Muss ich gleich wegwerfen. Schmeckt einfach dieses Mal nicht gut. Ich habe jetzt quasi einen Döner nur mit Zwiebeln und Fleisch. In der Mitte wird es saftiger, weil da mehr Fleisch ist. Außen ist natürlich das Randstück, kriegst du nicht so viel Fleisch rein, mehr Brot. Hier wird es wieder trockener. Meine spontane Meinung dazu, ich habe da jetzt nicht 100 Jahre drüber nachgedacht. Bitte zerreißt mich nicht, wenn da jetzt irgendwas nicht durchdacht ist. Hätte es besser gefunden, hätte er den Döner kleiner gelassen. Preis runtergegangen, dass ihn sich jeder leisten kann. Denn natürlich, jeder, der den Döner liebt oder gerne Qualität liebt und auf einmal sich den Döner nicht leisten kann, einfach ist das scheiße. Man ist verärgert und freut sich natürlich nicht. Nichtsdestotrotz bei der Größe, und er ist größer als jeder normale Döner. Vom Preis-Gewichtsverhältnis, würde man das so ausrechnen, sage ich euch, seid ihr hier nicht teurer dabei als beim anderen Döner. Dementsprechend, für jemanden, der jetzt nicht so in Geldnot ist, sage ich, ich gebe da 10 Euro für aus, es ist mir 10 Euro wert. Kann ich sagen, für mich ist es so nicht mehr der beste Döner Deutschlands, so wie ich ihn jetzt gerade gegessen habe und so muss ich ihn auch einranken und downgraden. Das ist für mich immer noch eine 9,2, gehört für mich safe ins Deutschland-Ranking. Das Fleisch ist was super Besonderes, ist einfach trotzdem krank. Aber er hat diesmal Defizite, so muss ich ihn ranken. Qualitätskontrolle ist dafür da, fair die Döner einzuranken. In dem Sinne hoffe ich, euch hat mein kleines bescheidenes Video gefallen. Kuss an euch alle Leute, vielen Dank, dass ihr immer dabei seid, mich supportet, einen Daumen oben reinknallt und ich hoffe, ihr tut es diesmal auch. Auf dem Zweitkanal übrigens viel mehr Platz jetzt für neue Döner-Testen. Empfehlungen, auch dafür ist der Zweitkanal da. Schreibt eure Empfehlung rein, Zweitkanal wird durchdrehen mit Empfehlungen testen.